Tag zusammen, willkommen zurück in Ruhekirchen, unserem Dorf hier an der Ruhr. Wir haben jetzt das Müllproblem soweit im Griff, indem wir hier mehrere Mülldeponien errichtet haben. So richtig zufrieden bin ich damit noch nicht. Aber halt hier mal die drei Mülldeponien hier vorne an dem Kraftwerk haben. Dann hier nochmal ein kleines Lager. Das sollte im Moment ausreichen. Wir können da vielleicht noch ein bisschen was tun, um das Budget hochzudrehen. Und ja, jetzt geht es eigentlich daran, die Stadt zu erweitern. Wir werden, glaube ich, die ersten Zellen kaufen. Diese Fläche hier, da möchte ich eigentlich noch mal ein bisschen was mit der Landwirtschaft machen. Deswegen will ich das hier frei halten. Auch diese Straßenführung, das ist alles noch temporär. Da will ich noch ein bisschen abwarten. Ich will jetzt drei neue Zellen kaufen, nämlich hier vorne. Hier haben wir hier auch den Zugang zu dem Schienensystem, wo wir die Eisenbahn wahrscheinlich noch nicht brauchen. Wir werden vielleicht nochmal Busstrecken hier etablieren. Ich glaube, das können wir auch mal machen, sofern das Budget es hergibt. Und wir müssen noch einiges an Dienstleistungen ergänzen, denn das wird knapp. Wir gucken uns das mal an. Also, ich habe ja gesehen, jetzt sind wir bei 500.000, machen 12.000 die Stunde. Das ist ganz positiv und in der Monatsbilanz machen wir immerhin schon 300.000 plus. Das ist gut. Bei der Produktion sehen wir natürlich einen massiven Bedarf an Kohle. Da kommen wir nicht dran, die ist weit weg. Dafür brauchen wir die Ressource, aber Steine, die brauchen wir für die... Gucken wir mal, die Industrie dazu finden. Aber wir sehen das ja hier auf der rechten Seite, auch wenn das noch sehr rudimentär ist. Da wird es wahrscheinlich immer mal DLCs geben. Gemüse haben wir Überschuss, Holz haben wir auch noch einen kleinen Überschuss. Bei der Hühnerfarm, da haben wir ein Defizit, das könnten wir noch mal erweitern. Ja, aber was wollte ich noch zeigen? Also Abfallwirtschaft ist in Ordnung, 520 Tonnen sind wir gerade, das ist in Ordnung. Hier vorne haben wir ein massives Verkehrsproblem. Da müssen wir mal gucken, wie wir hier, das ist ja hier diese Hauptringstraße. Und im Grunde genommen ist ja unsere Stadt hier eine einzige Einbahnstraße, hier ist der einzige Zugang. Das wird sich aber so bald nicht ändern. Also, was haben wir noch? Feuerwehr. Da sehen wir, Brandgefahr ist relativ hoch. Liegt aber daran, wir haben nur eine Feuerwehr. Auch da müssten wir nochmal hier in Osterfeld. Wir sehen, ich habe hier den Stadtteil Namen gegeben. Osterfeld, Marxloh, Ehrenfeld und Stiepel. Stadtteile von Stadtteile von Städten im Ruhrgebiet. So, also Feuerwehr, da müssen wir nochmal nachlegen. Katastrophenschutz interessiert mich nicht. Bei den Straßen, das sieht ganz gut aus. Der Straßenzustand ist halt schlecht überall. Auch da müssen wir nachlegen. Wir müssen. Kostet alles Geld. Die Polizeileistung ist soweit in Ordnung. Da müssen wir nicht aktiv werden. Verwaltung haben wir eh nicht. Ist im Moment kein Problem. Bildung. Wir sehen, wir haben 2500 Grundschulkinder, 900 Kapazität. Auch bei der Sekundarschule 400 Plätze, 1500 Berechtigte und ein College. Also das ist ja das amerikanische System. In Deutschland haben wir ja nur drei Systeme, Grundschule, weiterführende Schule, Universität. Das hier entspricht dem amerikanischen mit dem College nach der High School und dann die Universität. Also da müssen wir nachlegen. Da ist ganz dringend. Nur bei der Post, das ist soweit in Ordnung. Ich glaube, Internet haben wir eh nicht. Das kommt dann auch noch. Gut, wir sehen, wir sind hier ja mitten im Winter, Dezember. Das ist okay. Also wir kaufen jetzt erstmal drei Zellen, nämlich diese drei. Das kostet uns 95.000 und knapp 50.000 Unterhaltskosten. Das können wir uns leisten. Jawohl. Und haben jetzt die Möglichkeit, hier zu erweitern. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Hier, also das hier gefällt mir wirklich überhaupt nicht.
mit dieser diesem Kreisverkehr, was wir mal machen können, ist, wir können hier mal die Zebrastreifen entfernen, damit hier keine Leute mehr rüberlaufen. Das entspannt das vielleicht wieder etwas. Ja, okay. Gut. Jetzt haben wir die Zelle bis hier erweitert, hier oben. Also, wäre natürlich schön, wenn wir hier oben einen Bahnhof installieren könnten. Problem ist, dazu, also Bahnhof geht, müssten wir freischalten. Und auch das gucken wir uns nochmal schnell an. Wo ist denn da? Also, wir müssen den Zug freischalten, das können wir sowieso mal machen. Wasser interessiert uns nicht, Straßenbahn auch nicht, das kommt alles später. So, jetzt haben wir nämlich Zugriff auf das Zugdepot. Das ist riesig, ne? Das ist echt riesig. Also allein das braucht ja die Hälfte unseres... die Hälfte, die haben schon einen großen Teil unserer Fläche hier. Das, und ohne das Zugdepot können wir keinen Bahnhof setzen. Das weiß ich nicht, spielmechanisch finde ich das ein bisschen komisch. Aber gut, das ist so. Können wir nicht, wir sehen die ganzen Taxen, die hier alle fahren. Das sind interessanterweise hauptsächlich die Leute, die hier einziehen, interessanterweise. Und wir haben halt keinen Busverkehr, das müssen wir auch hinnehmen. So, wir bauen aber erstmal hier unsere Straßen weiter aus. Ich brauche diese Höhenlinien. Und dann werden wir jetzt hier nochmal auch ein neues Stadtteilzentrum bauen, hier wie in Marxloh. Das werden wir jetzt hier erweitern. Wir werden hier entlang fahren, entlang der Eisenbahn, das ist ja quasi so unsere Grenze. Kurz, wo haben wir jetzt hier eigentlich dieses Forstgebiet platziert? Wie weit geht das denn? Das geht bis hier vorne. Okay. Vielleicht können wir das mal umsetzen. Dass wir hier den Knoten hier hochziehen, so. Ja, das ist gut, denn dann habe ich mich hier die Möglichkeit, diese Straße hier auch hochzuziehen. Ja, und dann gehen wir von hier aus senkrecht runter und ich spendiere. Und wir können ja. Hier kann man hier nicht so richtig gut erkennen, mitten im Wald. Aber ich folge hier mal dieser Spur und dieser dicken Höhenlinienmarkierung und dann verbinden wir einfach hier quer. So, da müssen jetzt gleich Schulen hin. Dann nehmen wir hier so eine städtische Grundschule, kostet uns 150.000, die sind schon echt teuer. Na, ist die städtische Sekundarschule und dann ist das Geld schon wieder weg. Also das war echt nötig, dass wir das gemacht haben. 12.000 pro Stunde, das ist okay. Ich gucke nochmal hier, Internet, hohe Steuern, okay. Aber wir sollten jetzt ja gleich auch was verdienen. Also die Schule ist ganz wichtig, die machen wir an die Kronstraße. Dann sind die nicht genau an der Hauptverbindungsstraße Schollstraße. Ich würde mal behaupten, das ist dann die Geschwister-Scholl-Schule. So, und schon ist das Geld weg. Pause, wir brauchen mehr Budget für die Abwassersysteme auf 90.000.
Alles gut, sehr gut. Ich platziere hier nochmal die ganzen Fußwege. Das mache ich jetzt mal schnell, dass wir hier dann Verbindung hier runter kriegen. Wir sehen hier, wie die ganzen Leute alle wahrscheinlich zur Schule laufen. Ne? Gucken mal, wahrscheinlich ist die Schule, die ist noch nicht ganz voll. Die städtische Grundschule ist schon voll. Alles klar. Erweiterungsetagen, die können wir noch draufsetzen. Kosten uns nochmal 30. Setzen wir oben drauf 2000 Grundschüler. Chapeau. Ich finde, wir sollten versuchen. Ich baue jetzt erstmal hier die ganzen Gebäude und dann gucke ich mal, ob ich hier vielleicht noch eine Brücke über diese Straße gesetzt kriege. Als sichere Verbindung. Ich deute die schon mal an, diese Fußgängerbrücke, ruhig überdacht. Aber ich finde das eigentlich nur eine sinnvolle Verbindung, dass wir hier das abreißen. Und dann gehen wir hier 6,50 Meter in die Höhe. Ich hoffe, er lässt mich das machen. Und 7 Meter macht er. Was ist denn so eine hohe Steigung hier? Ist da so ein Gefälle drin? Also jetzt hier 6,50 Meter. Das ist gerade, sind 8,75 Meter auf der anderen Seite. Das platzieren wir schon mal und dann gehen wir hier runter. Mal auf die 0 Meter, mal gucken. Der Hang ist zu steil, da müssen wir so ein bisschen meandern. Also. Das wird eine Herausforderung. So, weil es hier auch noch so stark runter geht, deswegen. Oh, nicht perfekt. Und ziemlich steil, aber das ist doch schon mal gar nicht so verkehrt. Dann auf der anderen Seite, da kommen wir dann idealerweise, ganz kurz gucken, das war jetzt ja hier, also meine Snap-Tools mal an. Also wir starten hier bei 7,50 Meter. Oh, das finde ich, das ist eigentlich eine gute Lösung hier, dass die Leute dann von hier aus hier rüberkommen. So, Grundschule 2800. Okay, das heißt, hier ist schon Anschlag. Was haben wir hier noch? Das ist noch ein Hofspielplatz. Den gibt es leider nicht. Oh, Geld. Oh, immerhin 11.000 Stunden. Das ist gut. Da haben wir den Turnaround wirklich geschafft. So, wir haben Bedarf an allem. Wir werden dann hier gemischte Wohngebäude hier vorne platzieren. Das möchte ich als Fläche machen. Damit wir hier... Das war zu viel, ich möchte die hier gleichmäßig machen. So, das gleiche auf dieser Seite. Nicht ganz ran, aber dann haben wir hier entlang der Hauptstraßen, hier die Herzogstraße genauso. Da haben wir ja dann unser Gebiet, unser Forstwirtschaftsgebiet. So, hier kommen die billigen Mietwohnungen hin. Ja, wobei, was brauchen wir noch? Müssen wir ganz kurz gucken, wir brauchen ja noch mehr. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich glaube, beim Gesundheitswesen. Krank 83, Kapazität 50. Wir brauchen auch hier noch eine Klinik.
So, die kostet 60.000. Mein Vorschlag ist, wir setzen, glaube ich, die große Klinik jetzt hier hin. Das passt. Wir brauchen hier noch Parkplätze. Das haben wir auch schon gesehen. Ich würde hier nochmal einen kleinen Parkplatz an den Schulen platzieren. Das geht vielleicht hier auf dieser Seite. So, wir müssen dem Wohnbedarf jetzt mal dringend nachkommen. Ich weiß nicht, ob wir hier in die Mitte, da will ich vielleicht nochmal ein normales. Vielleicht können wir hier. Oh ne, das Gewerbe sitzt ein bisschen mal hier vorne hin, aber ich glaube. Da machen wir hier weiter mit diesem Gewerbe. Und auf dieser Seite genauso. Auch vier Stufen. Ah, jetzt haben wir luxuriöse Wohneinheiten über einem Gourmet-Restaurant für alle, die das Leben in vollen Zügen genießen. Ja, zweites Spezialgebäude gucken wir uns aber später an. Wir machen hier auf dieser Seite weiter. Füllen bis hier auf. So, dann kommen jetzt hier auf dieser Seite kommen dann noch mal die hohen Gebäude. Das werden auch vier Etage, also 4x4 Felder. Das ist gut. Bedarf bleibt hoch. Interessanterweise Büros brauchen wir, aber das liegt daran, dass wir keine Leute dafür haben. Das College brauchen wir eigentlich auch noch. Das können wir vielleicht mal freischalten. Das ist bei dem Schulwesen College. So, da haben wir auch hohen Bedarf. Aber das kommt hier nicht nach Marxloh. Das passiert nicht. So, Klinik haben wir. Wir brauchen hier wahrscheinlich nochmal Feuerwehr. Selbst die können wir uns gerade nicht leisten. Gut, dann nicht. Wir werden auf diese Seite dann mittlere Wohndichte setzen. So, an der Schollstraße kommt nichts, aber hier entlang der Herzogstraße. So, und dann nochmal. Parkplatz neben der Klinik, das passt sogar prima. Oh, da können wir vielleicht mal komm. Ein Cent, das ist in Ordnung. Der Bedarf geht gar nicht runter. Das ist eigentlich ganz positiv. Also auch hier hoch. Das wird jetzt wirklich unser absolutes dicht besiedeltes Gebiet. Wir werden dann nochmal ein Neubaugebiet definieren für die Einfamilienhäuser. Aber hier machen wir komplett auch entlang des Teils hier der Herzogstraße. Hier brauchen wir nochmal wieder einen Parkplatz. Mich lässt, da geht er hin. So, wir brauchen auf jeden Fall hier auch noch Parks. Mal gucken. Hier neben der Schule ein Basketballplatz. So, hier Mehrzweckpark, großer Platz, der ist sehr groß. Park. Oh, den können wir vielleicht hier drüben. Was kostet mich der denn? 33,6. Oh, hier auf die Ecke. Und dann setzen wir da aber ein bisschen geringere Dichte hin, damit die nicht ganz so hoch ragen. Ein bisschen Blickfreiheit. Und hier können wir es eigentlich verbinden. Ich hoffe, ja, das geht. Prima.
Das finde ich ja gut, dass das geht, dass man hier die Wege fortführt. So, es liegt hier, glaube ich, Schnee, oder? Deswegen ist hier alles weiß. Januar. Sehr gut. Das Parkpflegedepot. Ja, diese ganzen Sachen, die kommen auf die andere Seite. Aber wir müssen tatsächlich mal so ein bisschen an Geld kommen. Deswegen läuft das Spiel auch auf voller Geschwindigkeit. Ja, dann den Nachschub an Gebäuden nicht stoppen. Na gut, dann, wenn dem so ist, werden wir auch hier weitermachen. Jetzt müssen wir hier ein kleines bisschen aufpassen mit dem Teil, dass wir hier auch vielleicht den Teil direkt auch nochmal mit organisieren, was Straßenzustand, ja. Straßenzustand schlecht, wissen wir. Interessiert uns aber nicht. Wir sind hier in einer Ruhrgebietsstadt mit schwieriger Haushaltslage. 10 Teile, diese drei Pfeile. Ist auch ein bisschen komischer, dass es hier so stark rauf geht. Aber gut, wir werden hier diese Straße noch mal verlängern. Von hier aus kommend nicht ganz an der Brücke und dann hier senkrecht weggehen. Das Layout der nächsten Straßenkonstrukte. Wir werden hier an die Hauptstraße wieder unsere Kreisverkehre machen. Dann als nächstes das alte Lied mit den Fußwegen. Das Layout hätten wir auch. Der Bedarf bleibt weiter hoch. Das ist gut. Gucken wir uns nochmal die Schulen an. 2000. Bam. So, hier können wir noch was draufsetzen. Gibt nochmal 4 und kostet 130.000. Boah. Boah, boah, boah. Das ist echt teuer. Aber gut, hilft nichts. So, und wahrscheinlich brauchen wir hier auch gleich nochmal eine neue Grundschule. Wir können jetzt hier auf der Seite ein paar Gebäude setzen, die hier zum Fluss zeigen. Dafür ist eine ganz gute Idee. Wir nehmen hier nochmal diese amerikanischen mit rein. Hat nämlich ein bisschen Varianz in der Optik. So, amerikanisch, europäisch, europäisch, der Kreise nochmal ein amerikanisches, auch hier die Varianz nochmal rein, hier geht es über ein breites Dreier, da haben wir schon mal die geringe Dichte bedient. Hier bleibt es bei diesem Konzept. Wenn der Bedarf so hoch ist, dann kommen wir dem nach. Hier machen wir mal ein bisschen Abstand. Hier mache ich mal nur 3. Ich weiß nicht so genau, was ich mit der Bahnlinie mache. Der Bahnhof wäre eh auf der anderen Seite.
So, da geht der Bedarf jetzt zurück und wir sehen, dass die mittlere Dichte auch runtergegangen ist. Das ist gut. Kommt aber auch schon wieder. So, die hohe Dichte bleibt hoch. Wir gucken nochmal nach den Schulen. Kleine Grundschule. Kostet 100.000, die können wir uns gleich leisten. Sind nochmal 1.000 Schülerinnen und Schüler, die wir da platzieren können. In der Zwischenzeit können wir hier nochmal weiter platzieren. Die Herzogstraße weiter mit. So, da brauchen wir wieder mehr Budget bei Wasserabwasser. Da sind wir jetzt auch bei 100%. Checken mal ganz kurz Müll. Ja, wir brauchen die nächste Mülldeponie, aber das machen wir dann in der nächsten Folge, dass wir hier das, die Zelle auch noch weiterentwickeln. Wir bräuchten eigentlich, Moment, ich muss mal ganz kurz, halt stopp. Können wir gucken, ob ich das Budget vielleicht nochmal hochfahren kann beim Müll. Mal Müllverwaltung. 150. Reicht das? Ne, reicht nicht. Das reicht nicht. Was kostet uns Mülldeponie 70? Das machen wir in der nächsten Folge. Ich platziere jetzt aber nochmal weitere Gebäude. Sowohl Mittel- als auch billige Mietwohnungen. Parks müssen wir auch noch setzen. Halt, stopp, die Grundschule habe ich vergessen. So, wir sind ja relativ entspannt, dadurch, dass wir gut Plus machen. Parkplätze noch. Und 200.000 Euro bekommen für den nächsten Mal. Ein bedeutendes Städtchen sind wir jetzt. Das klingt doch gut. Wohnhäuser mit hoher Dichte. Das ist das, was wir machen können. Okay. Ah, das sind die hier. Dann machen wir die direkt. Also. Wenn der Bedarf da ist, dann zwischendurch immer noch mal so eine Zelle mit kleinen. So, wir können direkt dann mal ein paar Parks definieren, denn auch die brauchen wir. Kleiner Park. Die Reichweite ist ja nicht so sonderlich groß, ne? So, haben wir noch einen Spielplatz, da ist der Spielplatz, der passt ja doch an das, an die Grundschule ran. Gewerbe brauchen wir noch ein bisschen, das können wir aber hier wieder an die Herzogstraße setzen. Brauchen wir hier wieder einen Parkplatz. Machen wir den hier vorne an die Straße. So, also, wie sieht es jetzt aus? Arzttechnisch Grenze. Aber das muss erstmal reichen. So. Boah, die sind natürlich schon riesig, die Dinger. Das gefällt mir eigentlich nicht. Das sind ja Klötze. Ne, das tut mir leid, aber das stört das ganze Bild hier. So, jetzt gucken, was das hier für Objekte sind. Das so. Der Bedarf ist eh weg, deswegen ist es jetzt gar nicht so schlimm, aber ich will die hier mal halbieren. Und
damit die nicht so riesig sind. Auch wenn die jetzt gerade nicht neu entstehen, weil der Bedarf quasi verschwunden ist. So. Huch, was sind das für Herzchen? Wo sind die Herzchen hin? Naja, gut. So, Kriminalität. Hier gibt es immer so ein paar polizeiliche Tatorte. Das muss ich sagen, geht aber alles. Ja, ich denke, damit sind wir erstmal durch mit der heutigen Folge. Ich werde das Gebiet hier nochmal erweitern. Und dann haben wir es, glaube ich, auch schon mit der heutigen Folge. Wir müssen hier die Häuser natürlich noch mit reinnehmen. Und dann geht es hier entlang der Eisenbahn. Das ist alles Marxloh. Zufriedenheit, viel Lärm, kleine Wohnungen. Internet, hohe Steuern. Na gut, hohe Steuern kennen wir ja. Immer die gleiche Diskussion. Aber damit haben wir einen weiteren Meilenstein erreicht. Unsere Stadt wächst und gedeiht. Wir haben hier den Stadtteil Marxloh deutlich erweitert. Vielleicht können wir jetzt hier noch so ein bisschen Detailarbeit machen. Wir müssen uns aber erstmal um das Müllproblem wieder kümmern, damit der Müll sich wieder sammelt. Das heißt, wir werden hier oben das Industriegebiet in diese Richtung erweitern. Haben das aber, glaube ich, auch ganz gut gemacht und fliegen nochmal hier rüber. Man sieht hier den Stau an der Autobahn, weil alle natürlich hier rein müssen. Das ist aber ganz normal. Das muss uns nicht weiter stören. Naja, und so haben wir einen schönen Blick über Ruhrkirchen. Ein bedeutendes Städtchen. Wir sind am Ende dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.